Mats Thunemann. Mats ist hier seit fünf Tagen ungefähr und ist hier registriert als einer der International Volunteers. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt einmal zu sagen, ich mache mal 7 Wochen Support für Refugees? Das ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Dieses Ganze ist eigentlich daraus geworden, dass ich so enttäuscht war von der Mediendarstellung in Deutschland und dass man nicht viel mitgekriegt hat von dem Weg eigentlich, wie diese Menschen gehen, gezwungen werden zu gehen. Und ich hatte einen Bekannten, der mir Fotos geschickt hat von hier unten und ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und eigentlich meine Idee war, dass ich die gleiche Reise mache wie die Refugees, nur falsch rum und das dokumentiere. Am Anfang habe ich gar nicht so sehr ans wirkliche Helfen gedacht, sondern eher ans Dokumentieren. Aber sobald ich da war, konnte ich nicht einfach nur mit Leuten sprechen, Videos und Fotos machen und schreiben, sondern am Ende hat sich das ganze Berichten schon verloren, weil ich helfen wollte, aber ich kam nicht mehr dazu. Also hier, der Ablauf ist organisiertes Chaos, würde ich sagen. Also es kommt immer darauf an, wie viele Leute wir gerade sind und wie wir die Schichten einteilen können. Also im Grunde ist es so, dass wir die United Volunteers of Pleasurebo eine Gruppe sind von Leuten von verschiedenen Organisationen und auch auf Notfreiwilligen, die alleine herkommen oder gerade auf Reisen sind und helfen wollen für ein paar Tage oder für eine Woche oder sowas. Und die unter einen gebracht sind die United Volunteers of Pleasurebo. Es wurde so durchgesetzt, weil die Polizei gerne wissen möchte, wie viele Leute hier eigentlich jetzt genau arbeiten und wie lange sie bleiben. Das ist das Youth Office hier in Pleasurebo, die Organisation übernommen haben und die Verantwortung auch übernommen haben dafür. Und durch die und eine Organisation aus der Schweiz wird es hauptsächlich organisiert und koordiniert. Das würde, also wenn es gut läuft, haben wir ein Meeting am Tag, so 4-5 Uhr, wo sich alle Leute einfinden und ein kurzes Briefing gemacht wird, die Probleme werden angesprochen und dann werden Schichten eingeteilt. Also wir machen 3 Schichten, damit rund um die Uhr jemand arbeitet. Erzähl mal von deinen Erfahrungen an der ungarischen Grenze, das war wahrscheinlich nochmal eine andere Liga, als was du hier bisher erlebt hast. Ne? Ja, natürlich. Also es ist auch nur ein Transit. Punkt. Das heißt, die Leute laufen über die Grenze und werden dann direkt in den Zug eingeladen. Die dürfen auch nicht anhalten oder irgendwas. Also die meisten dürfen nicht mal ihren Notruf verrichten auf dem Weg. Und das war keine schöne Erfahrung. Also weder von den Behörden, die Polizei war sehr menschenverachtend in vielen Fällen. Also es gab da auch solche und solche, aber wenn da mal der falsche Polizeichef da war, dann wurde halt viel mit Schlagstöcken geredet und wurde auch Gewalt gebraucht. Ich habe mich irgendwann morgens mal in einen Zug reingeschlichen, das ist verboten für irgendwelche Volontäre reinzugehen, nur für Übersetzer in ganz bestimmten Fällen. Und die Züge sind nicht sauber, es sind die ältesten Modelle, die Toiletten sind total verdreckt, also manche sind auch abgeschlossen, also nicht zugänglich. Das heißt, ein Abteil, was vielleicht 70 Leute fasst, im Normalfall, fasst dort 150 Leute ohne Zugang zu Toiletten und ja, dementsprechend gut lang bei der Augen. Und was ist auch an der Grenze passiert, bevor die Leute in die Züge gebracht wurden? Also, das ist so ein Weg von wenigen Kilometern gewesen, 2 vielleicht, aber es wurde durch starke Regenfälle erschwert, weil man wartet wirklich durch ein Feld. Das ist ein illegaler oder ein unoffizieller Grenzübergang. Und es war am Ende nur noch eine große Matschpfütze mit Schuhen, die versteckten. Und da stehen dann die Polizisten im Spalier und winken die Leute eigentlich nur durch. Aber schreien sie halt die ganze Zeit an, dass sie schneller laufen sollen oder nicht anhalten. Und alles natürlich auf Ungarisch. Niemand spricht Englisch mit denen. Stehen halt links und rechts Polizisten, schreien dich an und wählen mit ihren Schlagstöcken. Du fühlst dich wirklich fremd, einfach fremdbestimmt. Es ist immer noch schwer für mich zu erklären, weil es ist ein bisschen so, als wenn man seinen Willen, man muss seinen Willen jemand anderem unterordnen. Und das hat man jetzt in Deutschland nicht so, oder das habe ich selber am Anfang aber nicht so erlebt. Das sind fast filmische Episoden für mich.
man sieht wirklich nur den Rücken von dem, der vor dir läuft. Man kann nicht kommunizieren. Sobald man miteinander redet, wird die Polizei auch aggressiv und macht Schritte auf dich zu. Du darfst noch nicht miteinander sprechen? Also sie sprechen, es kommt drauf an, aber in dieser Nacht war es wirklich hektisch und da wurde die Kommunikation eingedämmt einfach. Weil ich glaube, das ist auch aus Angst. Also die Polizisten wollen nicht, dass da eben eine Aufruhr aufkommt, aber es ist trotzdem, ja, man dürfte nicht wirklich reden. Danke. Tschüss, viel Spaß noch hier und danke, ciao.